Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild im Linkelmod. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen eingeschaltet hast. Und wir haben mitgekriegt, dass wir als Linkel die Stadt sogar betreten dürfen. Aber wir machen jetzt erstmal den Schrein, damit wir hin und her reisen können. Und dann suchen wir einen Mann, der es geschafft hat, in die Stadt zu kommen. Und ich glaube, da gibt es dann ein paar schöne Frauenkleider für uns. Mal sehen. Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Guko Shise. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. 5x Eisen. Okay. 5x Eisen. Okay, ich brauche also Eisen, um verschiedene Sachen hier zu aktivieren. Alles klar. Aber wie funktioniert das? Okay, darauf kann ich es nicht stellen. Okay. Okay, Moment. Das geht da. Oh Gott, ich werde hier doch. Ich werde hier doch nicht sterben, oder? Okay, also mit den zwei Sachen kann ich noch nicht wirklich viel anfangen. Aber mehr habe ich erstmal nicht hier. Okay, das Ding kann ich bewegen und das kann ich bewegen. Wie kriege ich jetzt aber das dahin? Ich muss erstmal ein was aufkriegen hier. Okay. Ich brauche definitiv erstmal eine Kiste. Und da brauche ich bestimmt. Also muss ich hier drüben anfangen. Da passiert erstmal noch gar nichts. Das ist aber schwierig hier. Uiuiui, okay. Und das nützt mir aber auch nichts hier. Boah. Das nützt mir gar nichts. Was kann ich mit dem Fass machen? Thank you.
So. Eine Tür habe ich auf. Okay, ich muss erstmal das Fass rausholen, definitiv, ja. So, dann muss ich sehen. Hier muss eine Kiste hin. So, das Fass kommt dahin. Und mit der Kiste kann ich, glaube ich, auch... die ist ja auch magnetisch. Kein Platz fürs Elektro-Kohlschwert, aber ich brauche das unbedingt. So, Moment mal. Muss ja sehen, dass ich alle Kisten hier kriege. So, die haben wir alle. Okay. Sehr schön. So, dich brauche ich hier. Dich brauche ich hier. Dann brauche ich das andere Fass hier. Und die Kiste brauche ich hier drüben, ne? So, jetzt habe ich nämlich noch eine Kiste. Sehr gut. So, mit der Kiste kriege ich auf jeden Fall das geöffnet. Und dann müsste das hier drüben leuchten, ja. Eigentlich ganz easy, ne? Wenn man es einmal raus hat, dies funktioniert, aber mein Schutz lässt klein nach. So. Und jetzt müsste eigentlich das Tor aufgehen. Und wir haben diesen Schrein erledigt. Und dann schauen wir, ob wir den Mann finden, der hier Frauenkleider anbietet. Obwohl ich ja nach Gerudo-Stadt reinkomme. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du die auserwählte Heldin. Dankeschön, das sind wieder zwei weitere Herzen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Zwei weitere Herzen. Okay, sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt müssen wir nur sehen. Okay, was ist das? Der Mann, der es nach Udo nach schnell geschafft haben soll. Angeblich geht er immer vom Wüstenbazar in die Stadt und wieder zurück. Tja, ich warte auf ihn. Das ist dein Plan. Okay, der läuft immer hin und her. Wie gesagt, ich bin ja schon reingekommen in die Stadt. Aber wo befindet sich dieser Kerl? Der muss ja auf einem markanten Punkt sein. Könnte hier sein. Müssen wir mal sehen. Ah, es wird schon wieder kalt. Habe ich noch was gegen Kälte? Hab nichts gegen Kälte, oder? Doch hier. So, Kälteschutz.
Willst du mich veräppeln? Okay, Momentchen mal. Hallo? Hau doch nicht ab hier. Meine Güte, hier rennen Viecher rum. So, Schilder kann ich eh nicht mitnehmen. Tja, wo ist dieser Mann, der sich als Frau verkleidet, glaube ich. Ich darf ja auch nicht zu sehr... Lass doch mal los hier. Meine Güte, ist echt nervig. So, da ist der Nebel. In den komme ich ja nicht rein. Ich habe nur 8 Minuten Kälteschutz. Ich denke mal, hier oben komme ich nicht weiter. Ja, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Hat er sich vielleicht dort oben auf dem Ding da versteckt? Bin mir nicht so richtig sicher. Oder der ist nur am Tag da. Meine Güte, lasst mich in Ruhe. Oh, es kommt schon der Blutmund. Ah, der ist... okay, der ist dort oben, ja. Okay, mein Guter. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Sehr schön, dann wollen wir dich mal treffen. Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Ich bin eine Frau. Wie, ein Kaufmann, der in Gerudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nicht, tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Ins Gesicht blicken, Körper betrachten. Schau mich nicht so an, das ist ja unverschämt. Bist du ein Mann? Was redest du denn da? Wenn du sonst nichts mehr brauchst, solltest du besser weitergehen. Ins Gesicht blicken, ne? Schau mich nicht so an, das ist ja unverschämt. Du bist schön? Oh, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir auch gut stehen. Kostet zwar eine Kleinigkeit, aber wie würde völlig auf den Kopf stellen, wie dich andere sehen? Na, willst du auch solche Kleidung für 600 Rubine? Na klar. Abgemacht, dann lass mir die Kohle rüberwachsen. Tihihihi, ich habe dir ein Sample zusammengestellt, das dir quasi auf den Leib geschneidert ist. Probier's mal an. Okay. Sexy Hexi. Du siehst so süß aus. Wenn du das trägst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. In diesem traditionellen Gewand der Gerudo wird niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem sieht es gut aus und hält dich angenehm kühl. Sogar die Wüste wird damit einigermaßen erträglich. Es hat Spaß gemacht, ich danke dir. Schau mal wieder vorbei. Wenn du mal ausgehen willst, würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Ja, du bist ein Mann. und pass auf den Wind auf. wenn du Hilfe bei der Dame klein baust, komm zu mir. Oh, sexy Link. Meine Güte, sieht das sexy aus. Aber sowas von. Uiuiuiuiui. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen nach Gerudo-Stadt, aber wir laufen nicht den kompletten Weg wieder durch die Wüste, denn wir teleportieren uns... Nein, Mist.
Ich wollte mich eigentlich woanders hin teleportieren. Ah, ich wollte doch das andere Rätsel erst noch machen. Dazu muss ich auf den Turm. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich den Kaufmann anquatsche? So wie ich aussehe. Oh, diese junge Dame gefällt mir. Klotzt du wieder? Was? Nein, natürlich nicht. Ich stelle Nachforschung an. Irgendwann hatte ich so ein Gespräch doch schon mal. Okay, Blutmund ist wieder da. Moment. Männer verboten. Du hast den Mann, der sich in Gerudestadt eingeschlichen hat, gefunden und einen Damengewand erhalten. Wenn du es anziehst, gehst du als Frau durch. Okay. Na dann. Ah, Hauptziel geschafft. Sehr schön. Okay, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Aber jetzt kommt ja gleich der Blutmond. Und alle Monster werden wiederbelebt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut, Zelda, meine Süße. Okay, du hast eine Quest für uns. Doch nicht mehr? Warum nicht? Wo ist mein Traumbeut? Okay. So, was gibt's denn hier Schönes drin? Gar nichts. Okay. Achso, wir wollten ja auch nach Taburasa gehen. Okay, ich würde sagen, die Quest müssen wir auf jeden Fall erst Ah, Moment, du hast eine Quest für mich. Obwohl ich keine Zeit habe, Leute zu begrüßen. Was ist denn? Wir stellen Muck her, handgemacht. Ich bin die Eigentümerin des Ladens. Leider haben wir keine Feuersteine mehr, die wir für die Verarbeitung brauchen. 10 Stück nur, das würde schon reichen, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Wenn nur irgendein netter Weih vorbeikäme und mir 10 Feuersteine gäbe. Wir würden uns auch erdenklich zeigen für die Mühen. Wir verwenden Rhodonit, Saphire und ähnliche Edelsteine und stellen daraus Schmuck her. Jeder Edelstein wohnt besondere Kräfte inne, die sich zeigen, wenn man sie trägt. Aber ohne Feuerstein kann ich gar nichts tun. Edle Steine. Tut mir wirklich leid, dass wir nichts im Angebot haben. Ach komm, hier, ich hab Feuersteine. Ja. Kennen wir. Hier, guck mal, ich hab 10 Stück. Zieh ich aus meine Schlüppi. Oh. Was? Die willst du uns schenken? Ah, cool. Aber das ist mir ganz unangenehm. Du bist so nett zu mir und dabei kennen wir uns gar nicht. Ich würde dir eine Belohnung geben, aber der Laden war die ganze Zeit geschlossen. Ich habe keine Ware da. Ich hab's. Können wir dir als Dank für den Feuerstein vielleicht irgendeinen Schmuck machen? Rhodonit-Stirnband, Saphir-Stirnband, Topaz-Ohrringe. Rhodonit-Stirnband. Hat die Eigenschaft, weniger empfindlich gegen Kälte zu machen. Ja, möchte ich gerne. Ich wusste, dass du es nehmen würdest. Würdest du dann bitte kurz warten? Na klar. Ich nehme gerne von dir ein Armband. Oder ein Stirnband, besser gesagt. Das ist ganz neu, nur für dich gefertigt. Ist mir gelungen, oder nicht? Rhodonit-Stirnband, traditioneller Kopfschmuck der Gerudo-Edelsteinhändler. Der eingesetzte Rhodonit schützt den Träger mit der Kraft des Feuers vor Kälte. Du bist immer willkommen. Kannst mir ruhig noch ein bisschen was vorbeibringen und ein paar Kunden und dann kriegst du auch Sonderangebote. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? Damenschleier, Damengewand, Damenhose. Okay, die haben wir schon, die brauchen wir nicht. Pilze braucht man auch nicht. Das braucht man auch nicht. Ich bräuchte eher ein paar Pfeile oder so. Und die gibt's hier. Okay, Bombenpfeile. 1800 Rubine. Alles gut. Oh, hier kann ich viel Geld ausgeben. Ja, Elektropfeile auch. Komm, gib mir alles. Feuerpfeile nehme ich auch mit. Und Holzpfeile 5-mal. Sehr gut. Okay, Fleisch brauchen wir, denke ich mal, nicht.
Aufgaben haben sie auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir... Und du hast auch keine Aufgabe für... Ach, das sind die Armbänder, Opal-Ohrringe, Bernstein-Ohrringe, Topaz, Saphir, Rhodonit, das habe ich ja. Diamantstirnband. Aha. Okay. Das sieht doch schnucklig aus. Den Darmschleier müsste ich auf jeden Fall verbessern. Okay, wir waren in Gerudos Stadt. Jetzt möchte ich aber gerne noch hier hin. Und ins Labyrinth möchte ich auch. Aber wir teleportieren uns erstmal zum... Ja, zum Turm und dann machen wir die Aufgabe. Ich glaube, da muss man verschiedene Sachen in verschiedene Löcher packen oder so. Mal sehen. Also, wir wollen in diese Richtung. Oh mein Gott, das ist eine Arena hier. Das ist der Turm. Okay, ich hoffe doch mal, dass wir da schon hinkommen. Ja, wir kommen da schon hin. Okay. Dann segle ich einfach mal hier rüber. Denn da sind, glaube ich, verschiedene Symbole, die wir richten müssen. Dann muss ich sehen, dass ich vielleicht den Darmschleier sogar noch ein bisschen verbessern kann. Wenn wir den anhaben. So, ist hier oben irgendwo schon was? Ich glaube, hier liegt schon eine Kugel drauf, die ich benötige. Ich muss nämlich dort unten in diese göttliche Gerudo-Ruine. Okay. Okay. Okay, Moment, hier haben wir noch hier oben irgendwo was. Erst mal gucken. Okay, wir müssen verschiedene Symbole finden. Was ist das denn hier? Sehe ich gerade nicht wirklich. Okay, da sind Bälle. Moment. Da ist so ein Symbol. Was sind da eigentlich für ein Symbol drauf? Da ist eine Schriftrolle drauf. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo die Schriftrolle finde. Ich bringe erstmal die ganzen Kugeln hier in der Mitte. Okay, dann habe ich, glaube ich, hier hinten noch was gesehen. So, hier. Dann machen wir nämlich erstmal das Offensichtliche. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Okay, irgendwo müssen noch zwei Kugeln definitiv versteckt sein. So, was ist hier für ein Symbol? Das ist die 9, die hier hinkommt. Okay. Die komische 9, habe ich die denn schon? Bam, 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 bam. Das könnte theoretisch gesehen die Kugel sein, ja. Bin mir aber nicht so sicher. Da brauche ich eine Schriftrolle.
Die hab ich hier aber nicht. Da sehe ich kein Symbol. Hier könnte noch ein Symbol drauf sein. Ich muss mal gucken, dass ich das, was ich habe. Hier sind zwei von den Dingern drauf. Okay. Zwei von diesen komischen Dingern. Moment. Die ist sogar schon drinne. Das heißt, das passt. Okay. Hier war die komische 9, oder? Ja. Die habe ich ja auch schon drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir den nächsten... Da ist nix. Ich muss wahrscheinlich erstmal ganz nach oben. Da ist das mit den zwei Kullern. Da ist auch noch eine Kugel. Okay, Moment. Kullern müsste ich jetzt alle haben. So, Kullern müsste ich alle haben. Dann muss ich die nur noch richtig zuordnen. Da oben ist ein Krogballon. Okay, den Krog haben wir auch gesammelt. Aber wo hatte ich denn jetzt das Symbol entdeckt? Ach, da oben. Da sind die zwei Kullern. Okay. Die zwei Kullern müssen hier rein. Das nicht. Das nicht. Das hier. So, die zwei Kullern waren hier. So, dann hat man eins, was angezeigt wurde. Da war dieses komische Ding. Das müsste eigentlich der hier gewesen sein. So, jetzt fehlen noch drei. Da ist nichts drin. Da ist schon der zwei drin. Hier ist auch schon was drin. Hier ist noch nichts drin. Okay, jetzt muss ich gucken, wo kriege ich das Symbol hier her? Da muss ich ganz nach oben klettern wahrscheinlich. So, wie komme ich hier nach oben? Ich muss es ja irgendwo einen Aufgang geben. Okay. 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 So.
Okay, was haben wir hier für ein Symbol? Da ist das V nach oben. Okay. Das V muss hier rein. Das müsste ja eigentlich das sein. So. Dann habe ich hier noch nichts. Müssen wir hier wahrscheinlich auch wieder nach oben klettern. Ne, Moment. Hier ist ein Kreis drauf. Okay. Ich habe es gesehen am Schwert. Es müsste eigentlich die hier sein. Und dann habe ich ja nur noch eine Kugel. So, da ist was drin. Da ist was drin. Hier ist nichts drin. Ja, ich bin gespannt, ob das stimmt. Dann sollte sich ja ein Schrein öffnen, oder? Könnte geklappt haben. Könnte geklappt haben. Den werden wir auch noch machen, weil das müsste eigentlich ein Belohnungsschrein sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gehen wir im nächsten Part nach Gerudo-Stadt und reden mit der jungen Königin. So, Kyoshi-O-Schrein. Einmal aktivieren. Einmal nach unten. Und ich hoffe, dass es ein Belohnungsschrein ist. Nicht, dass wir jetzt noch irgendwas machen müssen. Nur weil wir das jetzt... Ja, ist ein Belohnungsschrein. Okay. Sehr gut. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Kyoshi O. Du hast die Prüfung bestanden. Kyoshi O's Segen. Eine Feuerlanze ist hier drin. Ah, muss ich wieder irgendwas wegschmeißen. Dann kommt die Gerudo-Lanze weg. Ich nehme die Feuerlanze, die wärmt mich auf jeden Fall in der Nacht. Alles fertig. Und dann... Sehr schön. Ach so, es werden ja keine Crocs angezeigt. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du die auserwählte Heldin. Dankeschön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Tja, das Problem ist... Ich muss mich jetzt wirklich in Gerudo-Stadt ein bisschen mehr umsehen. Okay, das haben wir auch. Sehr schön. Dann können wir ja hingehen, ne? Oder wollen wir erst zum Labyrinth gehen? Lass mal das Labyrinth machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass wir das Wüstenlabyrinth machen, bevor wir dann mit der Story weitermachen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht sogar eine ganze Folge brauche. Weil ich nicht weiß, wo ich... So, mal gucken, in welche Richtung müssen wir denn? Genau in die andere Richtung. Also dahin, ne? Ja. Okay. Ist abgemacht. Wir schauen uns erst das Labyrinth an. Beziehungsweise ich gehe da ganz schnell hin. Und dann... Ah, hier oben könnte sogar ein Ivarok sein. Bräuchte ich aber definitiv andere Kleidung. Was soll denn sonst hier oben sein? Das ist so eine große Plattform.
Ich müsste auf jeden Fall auch mal meinen Krockhut wieder anziehen. Ich könnte natürlich auch gegrilltes Edelwild, sehr schön. Und ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Der wird ja nicht umsonst ausschlagen. So, da hinten ist das Labyrinth. Ich sehe es schon. Das besuch mal. Oh, da ist ein Läufer. Okay, Moment. Wir müssen aber trotzdem erst schauen. Da die Zweier. Das ist richtig, das ist richtig. Da hinten. Der eine fehlt. Du könntest theoretisch gesehen hier hingehören. Sehr gut. Ich hab dich entdeckt. Wie viel Coxam haben wir eigentlich? 16. Okay, dort hinten ist ein beweglicher Läufer. Sollen wir den fertig machen? Mit meinem Masterschwert sollte das kein Problem sein. Oder der bewegt sich gar nicht. Okay, du bewegst dich. Okay. Okay, komm. Komm. Sehr schön. Bist du eigentlich platt? Ja, du bist platt. Okay. Zwei antike Reaktorkerne hast du getroppt. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann haben wir den auch. Und dann ist hier das Labyrinth. Das wir jetzt aufsuchen werden. Und da vorne ist ein Krogrätsel. Da muss ich zuerst hin. Den Schrein sehe ich sogar schon. So. Das Krogrätsel machen wir noch und dann gehen wir im nächsten Port zum Labyrinth. Das ist eine gute Idee. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. So. Das ist auch gar nicht schwer, glaube ich. Und schon sind wir fertig. Und dann ist das doch ein guter Abschluss für diese Folge. Dann gehen wir im nächsten Part ins Labyrinth, was sich dort hinten befindet. Hier aber nur eine Palmfrucht drin. War ja klar. Okay, ich bleib mal bei meinem Wächterschwert. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.